Jo, wir sind bei Cinema gegen King Easy und es ist ein ziemlich unterhaltsames Battle geworden. King Easy hat nur leider ein ultraschrottiges Gammelvideo, mit dem er im normalen JBB direkt disqualifiziert worden wäre. Aber im Mini-JBB mache ich da mal eine kleine Ausnahme. Video und Extrapunkt kann er aber definitiv vergessen. Die Punkte kriegt Cinema. Kommen wir zum Flow. King Easy ist ziemlich musikalisch und hat brutalen Wiedererkennungswert. Cinema float auch nicht schlecht, aber King Easy kommt um einiges lässiger auf dem Beat. Vor allem leidet Cinemas Runde an seinem echt katastrophal schrottigen Mikrofon. Das klingt so, als hätte er einem Penner ins Arschloch gerappt. In deiner Quali stehst du lässig vor Graffiti und du rappst zum Beat und wirst dabei authentisch wie Puff Daddy auf Ecstasy. Ob du dieses Battle hier gewinnen kannst, ich glaube nein, nein. Denn von Julien wäre das Verrat wie ein Mountain. Easy, ich nenn dir das King aus deinem Künstlernamen. Denn Easy passt besser für Rapper, die nur dünnsches labern. Jeder weiß, der Nigger schreibt vielleicht ein wenig abgefuckt. Doch spätestens nach diesem fucking Track ist das ich abgefuckt. Punkt für King Easy. Technik. Beide sind technisch ziemlich solide bis gut. Gerade bei King Easy habe ich mich bei jedem Reim, der nicht scheiße war, extrem gewundert, weil er echt aussieht wie ein Sonderschüler, der nicht mal das Alphabet beherrscht. Aber Cinema liegt trotzdem noch etwas weiter vorne, weil er hauptsächlich ziemlich gute Nomenreime drin hat. Zum Beispiel Tropenwürgeschlange auf Nobelgürtelschnalle. Punkt für Cinema. Punchlines. King Easy hat extrem viele Lines. Seine Runde geht 6 Minuten und ist komplett vollgestopft. Deswegen ist die Punchline-Dichte leider nicht besonders hoch. Die meisten Punchlines haben außerdem überhaupt nichts mit Cinema zu tun und hätten gegen jeden x-beliebigen Rapper gebracht werden können. Aber nichtsdestotrotz gab es einige Lines, die ich extrem gefeiert habe. Zum Beispiel ein Vergleich mit Ente. Du hast lyrisch schon verkackt, Mann, ey, du Homo, geh weg. Denn du bist wie dieser Entertainment, nur ein Vogel, der rappt. Nur leider kein Gegnerbezug, aber es gibt noch 4 Lines mit ein bisschen Gegnerbezug und einem ziemlich coolen Spit am Ende. Gaucho Style, ich jage dich durch die Pampa, Digga, Stella, wie, warum hast du eine Maske? Auf, ach ja, heute ist ja Halloween. Geld verdient, wirst du nie fick auf die Mason Family. Bei deinen gebeiteten Punches werde ich zu John F., denn ich kenne nie. Aber nochmal zur Punchline-Dichte. Das waren leider schon alle Highlights aus dem ersten Part. Im zweiten Part fand ich den Einstieg nicht schlecht. Ey, deine Reime sind wack, naja, ein paar sind okay. Doch im Großen und Ganzen ziemlich unüberdacht wie ein Cabriolet. Aber auch wieder kein Gegnerbezug. Dann gibt's noch einen richtig witzigen Spit. Mir egal wann und wo, ich fick dich zu jeder Zeit. Denn meine Diss-Tracks sind Dynamit wie Kebabfleisch. Alter, Dynamit auf Dynamit. Der Typ hat auf jeden Fall Humor, das muss man ihm lassen. Aber das war's leider auch schon mit Part Nummer 2. Im dritten Part gibt's noch einen Schlitzi-Vergleich, der zwar ziemlich alt ist, aber ich hab's irgendwie trotzdem gefeiert. Doch egal wie du's drehst und wendest, du bleibst nur ein Hurensohn. Ein Rapper, der den Scheiß hier sehr eng sieht wie Blumio. Und die Endline ist ganz okay. Du gegen mich ist wie roh gegen Feinschnitt. Kein Witz, kein Witz. Dich zu ficken ist wie wenn ich auf eine Party komm, denn ich brauch nicht mal Eintritt. Im vierten Part fand ich den Einstieg ganz gut. Während ich deinen Diss auch nur anhör, du Stalker, bin ich mit Genen beschäftigt, so wie Stammzellenforscher. Und dann schafft er es irgendwie ein paar Lines von Cinema auszukontern. Ich weiß nicht, ob er das geahnt hat oder hier wieder so eine Diverse-Geschichte passiert ist. Jedenfalls ist seine Pferdeverteidigung gar nicht mal so schlecht. Du sagst, ich seh aus wie ein Pferd, nur weil deine Bitch bei mir reiten gelernt hat. Deine Zeilen sind bloß erdacht, denn das Pferdeähnlichste an mir ist, dass ich ein dickes Teil wie ein Pferd hab. Und das waren leider alle Highlights aus der King Easy Runde. 6 Minuten und 4 Parts. Wenn man alle brauchbaren Lines nimmt, dann hat man etwas mehr als einen guten 16er. Beziehungsweise einen sehr unterhaltsamen 16er, denn Gegnerbezug ist trotzdem so gut wie gar nicht vorhanden. Cinema hat insgesamt mehr Gegnerbezug, aber ich hätte mir ehrlich gesagt mehr schwarzen Witze gewünscht. Das ist Battle Rap und da darf man ruhig richtig frech werden, um den Gegner zu dissen. Was im Battle passiert, das bleibt auch im Battle. Ich hätte locker Lines gebracht wie: Was machst du im JBB? Hat dir das dein Besitzer erlaubt? Ich kann verstehen, dass einige brutal Schiss haben, als Nazi abgestempelt zu werden, aber ein Battle hat nichts mit einer politischen Gesinnung zu tun, sondern es wird Angriffsfläche genutzt. Man macht sich über seinen Gegner lustig. King Easy ist nun mal schwarz und Cinema ist fett. Also Cinemas Fettarsch hat eine eigene Postleitzahl und King Easy wird halt andauernd beim Schwarzfahren erwischt. Aber das nur fürs nächste Mal. Es darf natürlich nicht zu extrem sein, sondern man muss schon noch peilen, dass es witzig gemeint ist. Aber der ein oder andere Joke über die Herkunft des Gegners ist völlig in Ordnung. Das gibt's auch in jedem zweiten Film und ich gehe mal stark davon aus, dass hier niemand wirklich rechtsextrem ist. Aber kommen wir endlich zu seinen Punchlines. Man wird bei Cinema auch nicht gerade erschlagen mit Überlines, aber ein paar witzige sind dazwischen und sie haben in der Regel viel mehr Gegnerbezug
als die von King Easy. Zum Beispiel die Line aus dem Technikbeispiel über King Easys Lippe. Deine Lippe ähnelt deiner Tropenwürgeschlange, weil sie überdeckt ist, so wie meine Nobelgürtelschnalle. Außerdem bezeichnet er King Easy als Tiger-Abklatsch und meint gleichzeitig, er wäre statt eines Tigers nur ein kleiner Hund. Ich würde sogar gewinnen, wenn ich mitten im Part eine Pause mache. Also mach mal nicht auf Tiger, du rauher Dackel. Außerdem gibt es Bezug auf den Autotune-Missbrauch von King Easy in seinen Songs. Aussprache ist scheiße, weil du pausenlos den Schwanz lutschst. So scheiße. Wie deine Autotune-Gesang-Hooks. Im zweiten Part gibt es dann doch wenigstens eine Line, in der er sich ein bisschen was getraut hat, und die fand ich auch ziemlich lustig. Du willst Coca und Pepsi und machst die ganz großen Scheine. Das einzig Weiße, was du siehst, sind deine Handinnenseiten. Dann gibt es Bezug auf die Fresse von King Easy. Und weil sein Niveau öfter als eine Bahnschranke singt, fick ich King Easy, aka den Zahnspangen-Pimp. Und über seine Deutschkenntnisse. Du bist 19 Jahre, wohnst in der Deutschner Straße. Mann und Rad, tat, schon schwer die deutsche Sprache. Die mit Abstand besten Lines kommen aber im Endpart. Es gibt sogar 10 Lines hintereinander, die alle gut bis sehr gut sind. Besonders die ersten 6 mit der Pferdefresse, aber das Ende ist auch souverän. Er war doch letztes Jahr im JBB, habt ihr ihn bemerkt? Halbfinale Green, er war Komparse als Pferd. Jetzt bringt der kleine Gangster seine Startklar-EP. Und wegen Leuten wie ihm gibt es die Zahnchirurgie. Also mach mal nicht auf wilden Hengst, du lächerliche Stute. Wenn man nach den Zähnen geht, steht deine Existenz auf Hufen. Meine Lines tragen Früchte, so wie ein Obstbaumast. Nachdem ich dich gesehen hab, kaufe ich dir dein Großmaul ab. Also du bist dieser Rapper mit dem stärksten Schwanz. Und ratatatatat heißt Gangster in deinem Herkunftsland. Ich finde das Ende viel besser als den Rest der Runde. Der Beat ist geiler, er hat mehr Punchlines und vor allem Punchline Dichte. Zum Schluss kommt aber leider ein Feature und das ist richtig Katastrophe, denn ich habe echt überhaupt keinen Bock, dass mich irgendwer anschreit. Ich war wohl etwas zu voreilig mit dem Extrapunkt vorhin. Den nehme ich mal lieber ganz unauffällig wieder zurück. Wer so ein Feature in seine Runde packt, der will gar nicht gewinnen, und die ganzen Tattoos in der Fresse, der sieht echt unangenehm aus. Der packt sich bestimmt morgens Totgeburten und Glasscherben in sein Müsli. Wie dem auch sei, Cinema hat ein klitzekleines bisschen mehr gute Punchlines als King Easy, aber auf eine viel kürzere Runde verteilt und mit viel mehr Gegnerbezug. So gern ich den Jay-Z mit Down-Syndrom auch mag, aber das war aus Battle-Sicht nun mal etwas suboptimal. Cinema war nicht wirklich gut, aber zumindest besser. 2 Punkte für Cinema und einen für King Easy. Kommen wir zum User-Voting. Das war für King Easy. Ich weiß auch genau, warum. Er ist nämlich sympathischer als Cinema. Wie er rappt und was er für Spastik macht, ist echt ziemlich cool. Cinema ist halt brutal fett und fette Menschen kann niemand leiden. Trotzdem war Cinema etwas besser und steht im Mini-JBB-Finale gegen Jasper. Morgen gibt es ein kleines Video von SpongeBoss und nächste Woche gibt es endlich die erste Runde vom Finale. Gio. Lasker. Fight.